Willkommen zurück, mein Name ist Sascha. Heute sprechen wir über die Frage, ob die Dinge, die wir normalerweise in der Alltagswelt sehen, fest sind oder eine Welle. Hier starten wir wieder mit dem Doppelspaltversuch. Das bedeutet, wir haben eine Lichtquelle, eine Blende und einen Schirm, auf dem wir das Experiment beobachten können. Nun brauchen wir einige physikalische Größen. Die Wellenlänge Lambda, den Spaltenabstand d und die Spaltenbreite s. K ist die Wellenzahl. Nun können wir die Intensitätsverteilung I berechnen und plotten. Wie der Name sagt, sagt die Verteilung etwas über die Verteilung des Lichts aus, das wir auf dem Schirm sehen können. Wenn der Spaltabstand und Breite klein genug sind, kann die Intensitätsverteilung etwa so aussehen wie auf der oberen Grafik. Nun schließen wir einen Spalt. Damit kann der zweite Faktor der Gleichung weggelassen werden und es sieht so aus wie die untere Grafik. Der nächste Schritt ist, die Intensität der Lichtquelle zu reduzieren. Offensichtlich wird das sichtbare Licht auf dem Schirm blasser. Wenn die Lichtquelle schwach genug ist, ersetzen wir unseren Schirm durch eine Matrix aus Lichtdetektoren. Diese Detektoren messen die empfangene Energie pro Zeiteinheit. Wenn die Lichtquelle schwach genug ist, können wir etwas Seltsames beobachten. Nur ein paar Detektoren zeigen, dass sie Energie empfingen. Die Detektoren, die das zeigen, scheinen die gleiche Menge an Energie zu empfangen. Und es scheint, als sei die Verteilung der anzeigenden Detektoren zufällig. Diese Beobachtung kann nur durch die Lichtquantenhypothese erklärt werden. Jedes Signal von einem Detektor entspricht der Ankunft eines Lichtquants, das bedeutet eines Photons. Mit der ersten Beobachtung der Intensitätsverteilung scheint das Licht eine Welle zu sein. Mit der letzten Beobachtung scheint das Licht aus Partikeln zu bestehen. Wenn wir die Frequenz Nü des Lichts verändern, erhalten wir das Ergebnis, dass die Photonen eine Energie vom Planck'schen Wirkungsquantum mal der Frequenz Nü haben. Die Drehzahl Omega ist 2 mal Pi mal Nü. Habe schreibt das Planck'sche Wirkungsquantum. In vielen Anwendungen wird das reduzierte Planck'sche Wirkungsquantum genutzt. Das ist das Planck'sche Wirkungsquantum geteilt durch 2 Pi. Wenn wir sagen, die Wellenlänge entspricht der Phasengeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz und das Quadrat der Energie ist die Ruheenergie zum Quadrat plus Geschwindigkeitquadrat mal Impulsquadrat, bekommen wir eine Formel für den Impuls des Lichts. Wir brauchen nur die Ruheenergie E0 des Lichts, um eine schöne Formel zu bekommen. Die Ruheenergie ist 0. Nun wissen wir, dass Licht Wellen- und Partikeleigenschaften hat. Im vorherigen Video in dieser Rubrik sagten wir, dass auch Elektronen beide Eigenschaften haben. An dem Punkt können wir fragen, ob es noch weitere Objekte mit beiden Charakteristika gibt. Hilde Broglie sagte, dass Partikel mit einem Impuls immer eine Wellenzahl und damit eine Wellenlänge haben. Tatsächlich wurden diese Eigenschaften bereits an C70-Molekülen beobachtet. Wenn wir noch schwerere Objekte testen wollen, bekommen wir einige technische Probleme. Ein offensichtliches Problem ist die abnehmende Wellenlänge. Bei schwereren Objekten können wir den Impuls auf die Art berechnen, wie wir es in der Schule gelernt haben, Masse mal Geschwindigkeit. Hier sehen wir, dass schwerere Objekte sehr langsam sein müssen oder schnelle Objekte sehr leicht, um zu einer Wellenlänge zu kommen, die wir messen können. Nur zum Vergleich, ein Objekt mit einer Masse von 1 Gramm und einer Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro Sekunde hätte eine Wellenlänge von 6,6 mal 10 hoch minus 29 Metern. Damit wären die Minima auf dem Bild, das wir auf dem Schirm sehen können, so dicht beieinander, dass es kein Detektor messen kann. Wir können andersrum rechnen und fragen, welchen Impuls ein Objekt benötigt, um eine Wellenlänge kleiner als die Plancklänge zu haben. Ich würde sagen, wenn die Wellenlänge so klein ist, können wir sagen, dass so ein Objekt keine Welleneigenschaften mehr hat. Der Grund für meine Meinung ist folgender. Die Welleneigenschaft beschreibt die Wahrscheinlichkeit, wo ein Objekt sein kann. Die meisten Theoretiker sagen, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht bedeutet, dass wir einfach nicht genug über die Quantenmechanik wissen, um zu sagen, wo sich ein Partikel genau befindet. Sie sagen, dass diese Wahrscheinlichkeit direkt gegeben ist. Das bedeutet, dass ein Partikel an unterschiedlichen Orten zur selben Zeit ist, solange es nicht beobachtet wird. Je höher die Frequenz, umso geringer ist die Wellenlänge und somit gibt es umso weniger Orte, wo das Partikel zur selben Zeit ist.
Wenn also der Impuls mehr als 41 Kilogramm Meter pro Sekunde beträgt, ist das Objekt innerhalb einer Plancklänge zur selben Zeit. Wenn wir auf Abstände schauen, die kleiner sind als die Plancklänge, überschreiten wir die höchstmögliche Auflösung. Damit können wir praktisch sagen, so ein Objekt hat die Wahrscheinlichkeit, nur an einem Ort zu sein. Und das ist eine Eigenschaft eines Partikels, nicht einer Welle. Das ist natürlich nur meine unverbindliche Meinung.